Herzlich willkommen. Schön, dass du dich für das Training an den Seilen interessierst. Slings Konzept gliedert sich in drei unterschiedliche Trainingskonzepte. Zum einen Slings and Rhythm, zum anderen Slings Athletic, aber genauso Slings Pilates. Auf dieser DVD möchten wir dich jetzt herzlich einladen, alle drei Bewegungskonzepte kennenzulernen. Fühl dich bereit für eine völlig neue Bewegungsform und lass die Seile für den notwendigen Trainingsreiz sorgen. Und wenn du jetzt mal nach oben guckst, sollte die Schlingenaufhängung ungefähr über deinem linken Schultergelenk stehen. Dann beginn deinen rechten Arm wieder aufzudrehen. Deine Wirbelsäule streckst du jetzt unglaublich lang, als ob du den Scheitel Richtung Himmel ziehst, dein Kreuzband in die Gegenrichtung. Und in dieser Länge angekommen, saugst du den unteren Bauch ganz flächig Richtung Wirbelsäule ein. Und mit dieser Grundspannung, mit dieser aufrechten Körperhaltung, kipp mal deinen gesamten Körper, stabil und sicher, wie als ob er ein großer Block wäre, in die Seile nach links. Es heißt, Schlingentraining ist ein funktionelles Ganzkörpertraining, welches schneller zu Ergebnissen führt als das normale Gerätetraining. Im Gegensatz zu den Übungen an und mit den Geräten finden die Übungen an den Seilen mit dem eigenen Körpergewicht statt und beruhen auf dem Prinzip der Instabilität. Schwingend, schwebend und kraftvoll wird diese Bewegungsführung aus dem Körperzentrum mit den Slings in eine neue Dimension gebracht. Jede bekannte Pilatesübung wird über den Einsatz der Schlaufen zu einem Feuerwerk der Zentrierung für Körper und Geist. Das präzise Body-and-Mind-Konzept findet mit den Slings den idealen Gerätepartner, um Bewegungen aus der Körpermitte neu zu erleben und Kraft und Balance herauszufordern. Unsere Idee von Slings Athletic ist es, Übungen, die normalerweise der Reihe nach und meist isoliert abgearbeitet werden, zu einer Kraftsequenz oder einer Kombination zusammenzuführen und noch mehr Funktionalität und Ganzheitlichkeit in das Training des Körpers reinzubringen. Wenn du möchtest, setz die Arme mit ein. Athletischer. Sehr gut. Nicht die Spannung verlieren. Prima. Mit der stabilisierenden Kraft der Körpermitte, der tief liegenden Muskeln, kommen natürlich die Prinzipien des Schlingentrainings voll zum Einsatz. Die Schlinge kann einerseits unterstützend sein, aber soll vor allem natürlich herausfordern, um einen richtig gezielten Reiz in das Training zu setzen. Bitte nur eins bedenken, immer das Tagesempfinden beachten und dementsprechend sein Level auswählen. Viel Spaß beim Training!